die Mitarbeiter an, die haben sie nicht mehr alle. Jo, mach mal. Hab mal einmal. Gut. Ihr bezahlt habe ich dir, ne? Jo, danke. Was sind denn da 10% von 3000, ja? Das ist richtig. Muss ich ja gerade mal überweisen, nicht dass da. Und eigentlich müsste ich an dich, glaube ich, auch noch was überweisen, oder? Moment. Den habe ich schon wieder gemacht. Was soll hier? Das sind zwei Pappenheimer, Alter. Da hat deine Mitarbeiter echt, ey. Guck dir die an, jetzt laden die den. Oh nein, ich kann das nicht ansehen. Och Gott, Alter, sind die. Dort, da bricht doch die Achse! Oh, oh. Oh. Die Achse vom LKW. Das sind richtig. Da geht die Luft aber raus, Alter. Kann ich gleich aufpumpen, ey. Und nicht deine Spanne hier dran, oder was? Alter, schön. Wenn das die Polende sieht. Alter. Gleich mal überladen hier. Oh, was wiegt denn das Teil da oben? 24 Tonnen oder so? Locker. Ich glaube, könnt hinein. Alter, nein. Alter, schön. Typen, Alter, ich sag's euch. Der eine schlimmer als der andere. Jürgen? Mhm? Können wir gerade mal... Achso, warte. Wie mache ich denn das jetzt zeitlich? Nee, Hans. Ich bräuchte noch was von dir. Ja. Muss was bestellen. Und zwar... Oh, weiß ich gerade gar nicht. Moment. Ach, Mist. Hattest du nicht mal die Brux im Angebot? Die Brux? Ja. Welche waren das? Das war der Häcksler für einen Traktor. Vorne dran. Die Brux. Ich dachte, der hätte es mein Angebot gehabt. Wo ist denn die drin? Ich weiß es nicht. Ja, eigentlich war die unter Forst, aber da ist sie nicht mehr. Okay, na gut. Dann müssen wir das sowieso anders machen. Da hast du ein Forstgebiet, willst du ja kaufen, ne? Ja, jo. Umhauen. Muss ich mal überlegen, wie ich das mache. Kettensäge raus und zack, rums damit. Ja, eine Kettensäge könntest du mir gerade mal organisieren. Na klar, das krieg ich hin. Hab ich da schon eine? Kann ich gleich nachschauen mit. Ich hätte gerne eine McMuloch. Okay. McGulloch heißen die. McGulloch. McGulloch. Oh, ja, mach mal. Stiel. Gulloch, ich dachte, das wäre eine McMuloch. Muloch. Nee, nicht Muloch, da steht ja kein M. Ja, stimmt, ich kann nicht lesen. Ja, Hab ich damals per Brief gekriegt, dass ich das nicht kann. Aber ist schon länger her. Vom Ordnungsamt oder was? Nee, vom Psychologen. Okay. Das ist ja blöd, wenn du keine Strafzettel lesen kannst, dann bekommst du Mahnung. Und sowas. Ja, ich bin ja nicht vom Osten. Deutsch kann ich schon lesen. Aber halt nicht so gut, die Buchstaben, weißt du? Ach so. Ich komme ja nicht von drüben. gut. So, jetzt habe ich mal ein Problem. Du kannst sie ja auch ganz schnell wieder verkaufen, nicht? Was? Ich kann die ganz schnell auch die Ketten sogar wieder aus der Hand zerren, beziehungsweise aus der Tasche. Ach so, nee, die bleibt im Rucksack. Okay. Ja, aus dem Rucksack. Gut, Hans, okay. Kannst du mir nur was kaufen? Ach, Alter, er hat gerade Ladenschluss gehabt. 20 Uhr ist vorbei. Eigentlich habe ich mal Öffnungszeiten von 9 bis 18 Uhr eigentlich. Oh, echt? Aber da ich es bin... Master Detective, danke dir. Ja, wir müssen uns ja auch erstmal wieder alle einleben. Und deswegen werden sie es wahrscheinlich alle schon wieder verdrängt haben, was ich gleich auch schon wieder mal reinschreiben werde. Ja, ist nur eine Kehrmaschine für einen Träger dran vorne. Ja, musst dir vielleicht mal ein paar Tore zulegen. Ja, das RaceX, ne? Das sind bestimmt Tore im Angebot, oder? Ja, habe ich. Kannst du mir da hier vorne und da an der anderen Einfahrt da eins und da eins hinstellen. Schiebetüre oder was? Schiebetüre, ja. Oder was gibt denn da noch? Schiebetüre, solche, die wo du aufmachst und die nach innen gehen oder nach außen. Ja, ich denke, hier bei dir wären Schiebetüre schon am geschicktesten. Ja, Schiebetüre würde ich auch sagen hier. Ja, schreib's mal in die Bestellung rein. Kannst du mir jetzt mal sagen? Aber... Bei Schiebetüre?
Nee, die findest du so nicht. Die musst du bestellen. Aber da die in China gerade Coronavirus haben, hast du zwei, Ja, drei Wochen deswegen. Lieferschwierigkeiten. Da kommt der Stahl nicht rüber. Also in 2, 3 Wochen müsste da alles da sein. 2, 3 Wochen kann ich dir die aufhören, Hans. Boah, das wäre super. Also 2 Schiebedrohre. Weißt du ungefähr, was es kosten wird? Müsste ich mal online gucken. Könnte ich dir Okay. nächste Woche eventuell Bescheid sagen. Okay, danke dir. Oh, kann ich bei irgendjemandem pennen? Sonst muss ich jetzt heimlaufen. Kannst du Traktor Ja, pennen? kannst bei mir pennen. Bei dir? Das wäre gut. Hast du ein Gästezimmer? Ja klar. Was, vielleicht zwei? Das war klar, Alter. Das war sowas Warte von mal, klar. komm mal mit. Mach mal hier auf. Mach mal den Schlüssel nicht mehr, Hans. Mach mal auf. Ja, Da habe steht noch ich. eine Kiste drin. Da müsste noch was drin sein. Was Eine soll da Kiste. drin sein? Na, Wenn ich Grünfelder jetzt Bier. aufmache, wenn ich jetzt Oh, aufmache, ne? Bier ist immer. Oh, geil, oh, Bier. gib mal eins. Oh, mm. Oh, gib mir auch Mit mal Bier, eins. so, Oh, so. Danke. Geil. Oh, lecker, lecker, lecker. Oh, schmeckt schön geil, echt. So, ich würde jetzt mal gleich schlafen Grün, wollen. Grünfelder ist doch am besten. Jo, Bügelflasche. Nichts Besseres als das. Ja, dann kommt mal mit zu mir. Kommt mal mit. Jo, geh mal vor. Moment, ich mach mal rundum leuchtet alles, sonst Batterie leer. Das wäre gut. Kannst den schon nicht verschrotten, wenn die Batterie leer ist. Es gibt keine Ersatzbatterien. Muss neu kaufen. Glaube ich mir eine. Ey, aber meine bleibt drin im Traktor, ja? Wenn es klar ist. LU hat da auch noch Bei einen. Ey, er hat das Spaß. LU nicht mehrere. Ja, stimmt, das ist schon so ein Johnny-Freak da. Hast aber auch ein bisschen Equipment hier schon. Ja, so ein bisschen. Ich habe auch einen kleinen Drescher. Der steht jetzt nur hier in der Halle. Also, Volker, kriegen jetzt hier diese Prüfzüge? Gibt ja keiner. Bis jetzt Ne? hat sich noch keiner bei mir gemeldet. Komm Machen rein, schön wir hier morgen. abschütteln, wollte ich schon sagen, abstreifen. Oh, ich leg mich hier auf die geile Truhe, ey. Da liegt so eine geile Die Matte Jacken drauf. hängen, Oh. Schuhe aus. Schuhe auch noch aus, Oh. okay. Schuhe Oh. aus, Oh. Jacke aufhängen. Ah, das. Ihr könnt euch hier gemütlich machen. Ja, ich leg mich hier auf die Truhe, hier liegt so eine gurgelige Matte drauf. Oh. Oh, da kann ich gleich nochmal in. Ich guck gerade nochmal in mein E-Mail-Postfach. Wie lange wollen wir denn eigentlich schlafen? Wie viel Uhr haben wir denn? 20:25 Uhr. 10. Oh, 10? 10, Ja. 10 Stunden klingt gut. Oh. Ja, dann geht das jetzt nicht. Wegen Wecker, ne? Ja, wegen Wecker. Och ja. Dann bin ich blöd, oder? Geht das nicht? Brauchst vielleicht eine Hängematte. Kann sein. Ja, eine aufbauen. Ja, ich habe ja immer eine in der Tasche, wenn ich sie jetzt nicht finde. Ah, hier ist sie. Ich hab's gefunden. Und sehr hinten in den Garten stellen. Der Völker hat sich hier schon bei online angemeldet. Hier, Ich mu online. muss doch meine E-Mails checken. Okay. Gott. Einfach diese. Immer wenn man hier so bestellt, aber. Den. Hans? Ja. Die Hängematte, ich will auch. Nee, du kriegst keine. Ihr könnt drin schlafen. Ihr schlaft drinnen. Schlaf hier draußen auf dem Stuhl. Oh, geil. Den späteren geht es immer noch nicht. Oder? Du müsst die Taste R für Rhythmusschlaf drücken. Ja, die gibt's, geht nicht. Ich glaube, ich bin blöd, oder? Warte, ich komm mal. Bin ich echt blöd, oder? Cement, da bist du verblüht. Nö. Geht nicht? Nee. Okay, du da bist. Hey, ich funk meine Mitarbeiter kurz an. Jo.
Gott, er hat auch immer diese technisch was rum, weil es auch keine technisch ist. Das ist mit technisch. Technik, ach meine ich. Bei technisch Fragen, Technik Fragen. Ja, richtig. Wir wissen Bescheid. Jo, oh, ich komme aber rein, hier ist draußen kalt. Oh, ist das kalt. Du ausgezogen, hast die Schuhe ausgezogen? Ja, ja, passt. Gehen Sie doch. Hans? Ja? Solltest dir mal einen neuen Ofen anschaffen? Wieso? Ja, der rußt ein bisschen. Aber das ist normal bei den alten Geräten. Ja. Ich kenne den auch noch. Kannst du oben die Ringe rausnehmen? Also. Ja, das war noch. Das da war ich noch klein. Das sind Zeiten. Also. Boah, du hast ja noch eine richtig alte Kaffeemühle. Geil. Echt? Aus. Ja, guck dir das da an. Oben. Ja, ja. Eine Kaffeemühle hat der. Oh, hier stehen sogar noch Champignons. Champignons. Oh. Champignons. Champignons. Wie kennst du die Leute, die die Champignons anhaben? Geh mal weg. Geh doch mal weg jetzt. Betten. Das sind doch keine Champignons oder... Natürlich, das Rechte sind Champignons. Weiß ich selber nicht, was geäuft ist oder was. Jürgen. Das sieht komisch aus, Jürgen. Irgendwie verfault. Ja. Vielleicht sind es auch Fliegenpilze. So wie der Hans manchmal drauf ist. Kann doch sein. Was hab ich gehört? Hans, alles gut. Wer ist denn das Linke? Das Linke? Nimm mal welche ab von dem Rechten. Das Linke ist Mais. Okay. So, wird es heute noch was? Hast du deinen Mitarbeitern Bescheid gegeben? Das sind so Pappenheim. Ach, gleich schon 21 Uhr, Alter. Ich glaube, die sitzen im Haus und wissen nicht, wohin. Ja, das glaube ich auch. Ja, ich glaube, die haben auch so ein Technikproblem. Was keine Technik ist. Wenn das noch dauert, kann ich ja noch Steuern ausrechnen. Kannst du auch Forstequipment mieten? Ja, klar, das kann ich. Weißt du was, ich spiel sogar einen Service an, beim Mieten, dass es keine Steuern gibt. Keine Steuern? Ja, das beim Mieten muss ja auch keine Steuern sein, oder? Bei so einem Dings. Weiß nicht. Also, okay, es wurde nur gesagt, bei Kaufen. Das ist richtig. Mieten, also. Ich glaube, das ist im Mietpreis schon drin. Okay. Das kann sein. Dann überlege ich mir, ob ich. Bräuchte ich vielleicht den Jens BA725D? Das kriegen wir. Dann den Mörsen, weil ich bin auch müde. Also. Naja, nicht heute. Ja. Die sind so ratzefrech, die Mitarbeiter, ey. Ich sag's euch. Peppi sagt, nicht länger als 10 Stunden da drin liegen, ne? Sonst hängt die durch. Da sagt der Thomas zu mir, ja, bei dir hängt sie ja dann als recht. Da könnte ich kötzen. Bei dem Typen. Hat der jetzt schon geschlafen, oder was? Junge, nimmt nicht an hier. Warte, ich jetzt soll's gehen. WhatsApp-Gruppe schreiben. Ich hab angenommen, nicht? Das ja, das ist. Komisch. Schön. Ich fahr mal runter gucken. Jo, mach mal. Schönes Gatschen hast du hier. Jo, danke schön. Oh mein Gott. Ich bin so müde. Ich kann mich kaum noch auf die Beine halten. Ja, ich auch.
Also langsam mache ich wieder Gewinn hier mit dem Händler. Langsam wird's. Ach so, ja klar, hast du wahrscheinlich einen Haufen Geld ausgegeben. Aber durch die Steuern kommt da schon was rein. Du musst zwar immer wieder die Hälfte abgeben, aber trotzdem. Es ist besser als nicht. Eine 10% machst du trotzdem Gewinn. Ja, eben. Warte mal, ich rufe noch mal kurz den Neumann an. Jo. Hallo, hier ist der Neumann. Hallo, Herr Neumann. So, haben Sie die Bank heute noch erreicht? Nee, das mache ich morgen früh. Das dachte ich schon, weil ich bräuchte vielleicht auch so eine kleine Spritze. Ich rufe die gleich morgen früh an. Okay. Gut, ich habe nur vom RaceX im Moment die Anfrage wegen der Dieselproduktion. Haben Sie noch irgendwelche Anfragen gekriegt? Ich habe keine bekommen. Okay, gut. Dann passt es erstmal. Gut. Gut. Ich rufe Sie soweit an, sobald ich die Bank erreicht habe. Okay, jo, machen Sie das. Gut, bis dann erstmal. Bis dann. Tschö. Tschüss.